Die letzte oder vorletzte Folge ist nun angebrochen. Die Mission 14 ist die vorletzte Mission von dieser Übersichtsliste hier. Ich bin mir nicht sicher, ob danach noch was kommt. Ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt ins Spiel. Bleibt doch alles so, wie es ist. Feuer frei. Bereite dich vor. Ah, die Folge heute kommt leider ein bisschen später. Moment. So. Muss Sekunden kurz was einstellen. Ja, die Folge heute kommt ein bisschen später. Es ist jetzt 20.24 Uhr. Jetzt erst mich dazu entschieden, aufzunehmen. Einfach, weil ich weniger Zeit hatte heute und auch nicht so richtig groß super viel Lust habe zu zocken. Aber muss gemacht werden. Ja, sonst kommt man ja hier nicht weiter. Bin mir noch nicht sicher, ob ich zwei Missionen mache oder nur eine. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt beide machen würde. Und wäre es jetzt quasi dann durch. So, musste mich mal kurz räuspern. Dann wäre es quasi dann durch. Und das Let's Play von diesem Spiel dann zumindest soweit abgeschlossen. Wenn nicht, gibt es halt nächste Woche noch eine Folge. Je nachdem, wie gut ich hier durchkomme. Aber ich glaube, das lief letztes Mal ja auch schon nicht so gut. Bedeutet... Ja, nicht nur Rakete erkannt, sondern auch erkannt, dass es hier wieder nichts wird. Ich merke das auch jetzt schon. Ja, jetzt. Genau. Bereite dich vor. Egal. Jetzt hängt die Maus wieder. So. Passt wieder. Ja, das Audio, das sollte jetzt auch besser sein. Ja, da schlägt es dann auch schon wieder massiv raus. Also irgendwie ist das hier mit dieser Aufnahme hier echt nicht so prall. Wenn ich mal wieder ein bisschen Kohle habe, werde ich mir mal ein vernünftiges Mikrofon besorgen zum Aufnehmen, weil so ist es echt nichts. Ach, aber ich denke, Audio sollte ein bisschen besser sein als bei der letzten Aufnahme. Und ja, Rakete erkannt. Da war es ein bisschen übersteuert teilweise. Es sollte jetzt behoben sein. Nur mal gucken, nachher in der Nachbearbeitung, wie sich's dann anhört. Rakete erkannt. So. Rakete erkannt. Ach, diese blöden Raketen immer. Upsa. Ah, ich glaube, das wird schon wieder nix. Nee. Ich glaube, das können wir knicken. Rakete erkannt. Wo denn? Da vorne. Ich glaube, ich werde gleich mal schauen, wie das aussieht mit dem Austauschen von dem Schiff. Rakete erkannt. Ob das einfach so möglich ist, wäre natürlich optimal. Ja, komm, was soll's. So. Gucken wir doch mal nach. Das... Was ist das hier? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Schiff das jetzt war. Das wäre natürlich auch mal was. Destroyer ist ein Was war das denn jetzt? Das ist Firestone? Ich glaube, das war Firestone. Tauschen wir das mal aus. So, genug Kohle ist dann auch da. Werkstatt. Plasma. Energieschild. Das ist soweit in Ordnung. Bewaffnung. Mal eben nachstecken hier. Die passt da nicht rein. Also die. Zack. Zack. Die vorne bleibt. So, schön, schön mal aufwerten, aufwerten, aufwerten. Und das ist doch ein bisschen mehr als das, was vorher ist. Sind zwar nur drei Waffen, aber war das jetzt so klug? War das jetzt so klug? Egal, gucken wir mal, was passiert. So. Er schießt natürlich jetzt extrem merkwürdig, aber dafür ist dann zumindest die Panzerung anständig.
Ich hoffe, das hält diesmal ein bisschen länger. So extrem viel, wie das andere Schiff rausgefeuert hat, jedes Mal muss er nur auch nicht sein. Das ist ja Quatsch. Das bringt ja eh nichts, weil das meiste vorbeigeht. Aber ich hoffe, das Schiff fällt einfach ein bisschen mehr aus jetzt. Ein paar mehr Raketen getroffen werden und dann passt das dann schon. So. Rakete erkannt. Na? Ja. Ach, da ist auch noch ein Raketenturm gewesen. Ihr merkt schon, ich spreche extra ein bisschen leiser, damit das nicht mehr so extrem übersteuert. Weil sobald ich ein bisschen lauter spreche, gibt es dann extreme Störgeräusche und das ist irgendwie ein bisschen doof. Wäre aber eigentlich ganz cool, weil das die Stimmung so ein bisschen besser rüberbringen könnte. Aber nein. Ich bleib lieber ein bisschen leiser und regle ein bisschen hoch, anstatt dass dann halt irgendwelche komischen Störgeräusche dran sind, die nun gar nicht gehen. Rakete erkannt. So. Zack. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand hier darauf antworten würde oder das Let's Play sehen würde, welches Mikrofon ist denn zu empfehlen? Also, von der Technik her bin ich völlig offen, was das angeht. So, die ganzen Raketen. Also, von der Technik her bin ich völlig offen, kann alles sein. Es sollte natürlich Linux-kompatibel sein, ohne weiteres. Ich nutze Pulse Audio. Das muss zwangsweise unterstützt werden, weil sonst gibt es nämlich gar nichts zu sprechen. Von mir aus auch mit einem externen Audio-Interface. Also ich bin da völlig frei, was das angeht. Es sollte halt nur gut funktionieren und sich vernünftig regeln lassen. Das ist alles. Rakete erkannt. Ja, die Schüsse, die bringen jetzt natürlich nicht mehr so viel, aber dafür hält das Schiff ein bisschen was aus. Ja, oder auch nicht. Man muss es auch nicht übertreiben. So. Die sind alle noch tiefer. Da kommt man dann... Ja, oder auch nicht. Es sah so aus, als wenn die alle noch ein bisschen tiefer wären. Bereite dich vor. Auf ein neues. Na. So. Ganz mal ein bisschen beschleunigen hier. Das ist so eins von den Spielen, je öfter man es dann spielt, desto weiter kommt man dann im Endeffekt, weil man sich eben wenn man sich eben so ein bisschen dran gewöhnt und ein bisschen weiß, wie dann letztendlich gesteuert wird. So, und vor allen Dingen, wo die ganzen Gegner dann herkommen, wo die Raketen herkommen und alles. Zack. Von daher, ja. Also vor späten Sonntag wird diese Folge wahrscheinlich eh nicht hochgeladen werden. Das ist halt einfach wieder so. Und, ja. Ist eben. Man muss sich dran gewöhnen. Könnte natürlich auch irgendwie ein bisschen eher aufnehmen, aber wie gesagt, ich hatte nicht so richtig einen Drang heute aufzunehmen. Ich tue es jetzt trotzdem. So. Meine Güte, ist hier was los. Also ich glaube, ohne Energieschild wäre ich hier echt aufgeschmissen. Ich glaube, das war immer noch ein anderes Schiff, was ich vorher hatte. Aber... Aber es geht schon. Mal ein bisschen runtergehen. So. Ja, da wird eh nix. Uiuiuiui, die ganzen Raketen. Warnung. Also ich glaube, wenn ich diesen Teil hier halbwegs überlebe, dann komme ich, glaube ich, auch durch den Rest des Levels durch. Glaube ich, weiche hier mal lieber einfach nur noch aus. So. Warnung. Hoppa. Na? Bisschen was an Punkten will ich dann doch noch mitnehmen. Oh. Das war doch mal. So.
Ja, so ein paar Treffer muss man leider über sich ergehen lassen. Wenn die so ein bisschen zu sich hinlockt und dann ruckartig die Richtung wechselt, dann läuft das ganz gut mit dem Ausweichen. So. Ist aber bald mal gut mit den Raketen hier. Ja, da war ein bisschen früh, scheiße. So. Da vorbei. Absa. Da vorbei. Meine Güte. Hilfe, Hilfe, die ganzen Raketen. Oh, jetzt ist aber langsam mal gut hier. So. Zack. So. Wow! Konnt vorne rumgeflogen. Scheiße. Ah! Nur noch bis da hinten, nur noch bis da hinten. Ja. Ja, komm, komm. Jetzt geh weg. Ja, scheiße. Bereite dich vor. Gut. Auf ein neues. Ich glaube, das wird diesmal nur die eine Mission hier. Vielleicht sollte ich hier vorne aber schon mal ein bisschen besser aufpassen. Rakete erkannt. So. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Ja. Rakete erkannt. So. Ja, ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen kann. Das ist halt das Übliche. Ich spiele halt ein bisschen vor mich hin und irgendjemand guckt zu oder auch nicht. Wobei, du jetzt gerade, du, der eine, der dieses Video hier guckt. Der eine von bisher maximal 4 pro Video. Ist sowieso einer der wenigen, die sich den Kram hier überhaupt angucken. So. Von daher kann ich hier auch machen, was ich will. Guckt ja eh keiner. Zack. Ich glaube, zu machen, was man will, ist sowieso eine gute Idee, wenn man solche Videos macht. So. Jetzt geht's wieder los hier. Warnung. Das Schöne ist halt, wenn man diesen Zeitlupeneffekt hat, man kann sich trotzdem, wenn man sich ein bisschen bemüht, sehr schnell bewegen. Hat ganz einfach den Vorteil, man kann den Raketen oder den Gegnern relativ Warnung. Schnell ausweichen. Warnung. Ohne dass man da groß irgendwie sich allzu sehr für anstrengen müsste, was natürlich in Normalgeschwindigkeit fast nicht möglich wäre. Warnung. Warnung. So. Warnung, Warnung, Warnung. Das wird wieder nichts. Ich habe da schon wieder ganz schlecht im Gefühl. Rakete erkannt. Da hinten ist ein Raketenturm. Kriege ich den vielleicht? Und den hier. Warnung. So, die Raketentürme sind zumindest mal weg. Dahinter sind noch weitere. Warnung. Warnung. Die man nicht so ohne weiteres abgeschossen bekommt. Ja. So. So. So.
So. Aber wenn eine von den Dingen einschlägt, dann ist es das meistens dann gleich gewesen. Ja, von den Schiffen. Ne? Die Schiffe abzuschießen dauert aber zu lange. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Bereite dich vor. Bin vorbereitet. Machen wir neu. Ja, komm. So. Rakete erkannt. Ja, hat ja nicht geklappt da unten, schade. Rakete erkannt. Ha 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 da 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 da. So. Rakete erkannt. Ja, Rakete da hinten. Voll rein. Ich bin auch nicht so richtig konzentriert heute. Ich merke das schon irgendwie. Das ist nicht so mein Tag heute. Aber trotzdem muss ja zu schaffen sein. Rakete erkannt. Na. Ja. Warnung. Ja, dann schieß auch nach unten zu den Raketentürmen. Dann sind die auch nicht mehr in. So, der ist hin. Warnung. Der ist hin. Warnung. Nächster Warnung. Ich flieg wie ein Profi. Lass mich halt nur zu oft treffen, das ist alles. Na? Das hier. Ah, ich glaube, das wird nix. Nee. Warnung. Die Schwarzen gehen immer ganz gut. Warnung. So, da hinten die Raketenturm. Den Raketenturm. Der ist weg, der da ist jetzt auch weg. Warnung. Jappa, reingeflogen. Warnung. Rakete erkannt. Jetzt hört auf mit euren Raketen immer. Das führt doch zu nichts. Ah, dieser blöde. Eine Fitzel da unten noch dran. Verdammt. Kriege ich jetzt natürlich auch nicht wieder weg da unten, das Ding. Ja. Das wird nichts, aber das wird hier vielleicht was. Das. Nö, das wird auch nichts. Komm. Ja. So viel dann dazu. Komm hier. Wo ist denn hier Bewaffnung? Wollte ich doch hin. Gibt da hier noch andere Sachen, die man nutzen kann? Würde ja ganz gerne mal einen von den anderen ausprobieren. Oha. Ja. Warum nicht? Jetzt kann man die nämlich noch einstellen in Secondär. Dann schießt das nur nach vorne.
Genau. Kurz nochmal eben in der Konfiguration gucken. Tastenbelegung. Sekundärer Anruf Maus 2. Okay. Gucken wir doch mal. Bereite dich vor. Duh. Das soll's bringen? Na. Naja, gut, das können die anderen auch. Ach. Bringen die irgendwas? Rakete erkannt. Letztendlich nicht. Gleich mal eins von den größeren Schiffen versuchen. Vielleicht haben die einfach nur so viel Power dann gleich bei den größeren Schiffen, dass es abhängig ist von der. Ja, die machen aber nicht mehr Schaden als. Das bringt. Dieses kostet nur Energie, aber bringt nichts. So. Ende. Wirklich aufhören, ja. So. Also diese Ionendinger bringen nichts. Ne, Plasma bringt nichts. Das ist natürlich 80 Einheiten. Oh, ho, 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 ho. 150 Einheiten, ich glaube. Eieiei, da wird's langsam eng mit der Kohle. Bereite dich vor. Ach, das ist ja nicht richtig. Das ist ja nicht richtig konfiguriert, scheiße. So. Bereite dich vor. Genau, schießt er nämlich nur 2. Ach, doch. Ja, schon. Ja, doch, schon. Ich glaube, da kann man ganz gute Raketen mit aus dem Weg räumen. Rakete erkannt. Eieieiei. Rakete erkannt. Nee, schade, doch nicht. So geil ist das aber auch nicht. Entschuldigung. So. Das ist natürlich zu teuer. 14.000. So. Sekundären Angriff draus machen. Bereite dich vor. Okay. Gucken wir gleich mal. Der funktioniert ja super. Toll. Triffst du irgendwas? Rakete erkannt. Ja, ist auch nicht so geil. Also außer viel investiert habe ich jetzt nichts gewonnen. Geh mal, mach nur 10 Einheiten. Das ist doch alles doof. Ja, komm, was soll's.
Rauf und runter wäre ganz geil. Die könnten wir doch dann aber so ein bisschen in die Mitte schießen lassen. Bereite dich vor. Nee. Das ist nicht geil. So. Dann holen wir das mal hier. Das ist einfach so ein bisschen so die Kontrolle für das Schießen. Bisschen zentrierter ist. Das, was bringt, wird sich gleich zeigen. Ja, jetzt gehen die Schüsse nämlich alle in die Mitte. Und nicht so sehr irgendwie links und rechts dann irgendwie vorbei. Rakete erkannt. Na, ich weiß nicht. Rakete erkannt. Schön. Nicht einmal getroffen. Zack. Das ist richtig. Bringt tut das aber alles nichts. Rakete erkannt. So. Zack, 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 zack. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Aber man kann ja die Raketen abschießen. Und wenn die Raketen einem direkt entgegenfliegen und die Schüsse gehen alle in die Mitte. Ja. Rakete erkannt. Was soll's? Breite dich vor. Wenn die Schüsse gehen alle in die Mitte, dann gibt's davor dann halt so ein bisschen die Möglichkeit, die Schüsse dann abzufangen. Alle die Raketen abzufangen. Weil die ja eh meistens dann irgendwie von unten oder von der Seite oder sonst woher kommt, wo man nicht drankommt. Rakete erkannt. Ja. Da. So, halbe Stunde. Rakete erkannt. Ja, was machen wir denn jetzt? Also ich habe keinen Bock, das wieder 100 Jahre lang hochzuladen. Ich würde sagen, je nachdem, wie viel mal ich jetzt noch probieren muss, es zu schaffen, Rakete erkannt. Werde ich das Ganze im Zeitraffer spielen. Einfach nur, damit es dann irgendwie Rakete erkannt. Nicht so ewig lange dauert. Rakete erkannt. Vor allem im Hochladen. Rakete erkannt. Ja, das Rendern an sich, das ist halt in ein paar Stunden erledigt auf meiner Krücke hier. Und das Hochladen, da habe ich noch gar keinen Einfluss drauf und das dauert halt immer ewig lange. Letztes Mal mein Test, die 1-Stunden-Folge. Uiuiui, die Rakete kam aber steil. Die 1-Stunden-Folge da letztes Mal, das hat auch ewig lange zum Hochladen Warnung. Gedauert. Warnung. Warnung, 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 jetzt komm Warnung. Mal hier. Warnung. So. Warnung. Extra Warnung, hier wird nicht gewarnt. Warnung. Ja, komm, hier die letzte. Warnung, Rakete erkannt. Ach, diese blöden Raketen-Scheißteil der Elende. Rakete erkannt. Ja, 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 Rakete, 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 ich bin doch schon da. So. Jetzt schießt doch auch nach unten Warnung. Und nicht nach oben, du Pimmel. Warnung. Warnung. Ja, da wird nix. So. Ja. Am besten einfach alles mitnehmen, was geht. Ja.
leck mich am Arsch. So. Bereite dich vor. Ja, auch ein neues. So. Vielleicht wird es ja diesmal was. Und zur Abwechslung. Rakete erkannt. Einmal bin ich schon ein bisschen weiter gekommen als vorher und das sollte doch wieder zu schaffen sein. Mal ein bisschen besser konzentrieren hier. Rakete erkannt. Ach, jetzt hau das Ding noch weg da hinten. Vielleicht sollte ich das Geld auch mal in einen besseren Zielroboter, besseren Zielcomputer investieren. Rakete erkannt. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. So. Zack. Wir starten weiter. Eckstart, das ist das hier. Das war der zum Ausrichten hier unten. Zielsystem. Also das Ding richtet aus. Hoffentlich richtet es auch genug aus. So. Das Ding. So. Das Ding. Naja gut. Da ist keine Kohle mehr für da. Hier, wie gesagt, den Motor, das ist irrelevant. Da ich im Arcade-Modus spiele, braucht da nichts weiter gemacht werden. Ich hoffe mal, die High-End-Ausrüstung, die reicht jetzt hier. Wieder nur 3 Punkte, also es wird wieder nix. Ich sehe das doch jetzt schon, dass nix wird.
So, also die Qual jetzt gerade im Zeitraffer, ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen sehen können, das wird heute nichts mehr. Vor allen Dingen läuft mir meine Festplatte so langsam voll. Das bedeutet, in dieser Folge, die jetzt knapp eine Stunde schon in der Aufnahme läuft, habe ich absolut rein gar nichts geschafft. Ich bitte da vielfalls um Verzeihung für, aber lässt sich heute leider nicht anders machen. Zumal, wie gesagt, ich auch nicht so super top motiviert bin momentan. Nee, was bleibt mir anderes zu sagen? Also diese Woche war es nichts. Wir sehen uns nächste Woche Samstag. Am Montag kommt mein Test und bis dahin sage ich tschö.